Hallo Welt, da sind wir wieder. Ab ins Baumenü. Nein. Ja, da sind wir wieder auf unserer Baustelle. So, ja, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen schon mal ein Verständnis dafür, wie das hier läuft mit dem Eingabelink, Ausgabelink vor allem. Ne, Eingabelink habe ich nicht gefunden. Irgendwie müsste das Ding hier aber auch noch Strom haben. Das hat gar keinen Strom, oder? Und da frage ich mich, wo können wir wohl Strom überall hinbauen? Können wir überhaupt noch was an Strom bauen? Denn so langsam fürchte ich... Genau, jetzt fehlt schon Aluminium. Oh, das ist blöd. Frage ich mich... Können wir denn überhaupt noch hier Werkbänke bauen? Also wie ich das sehe, können wir noch genau eine Werkbank bauen, die Aluminium benötigt. Anzugswerkbank. Forschungslabor. Ist, glaube ich, erstmal nicht so wichtig. Pharmazeutisches Labor. Oder die industrielle Werkbank. Du kannst einfache Komponenten herstellen an der industriellen Werkbank. Dann würde ich, denke ich, hier die Anzugswerkbank erstmal bevorzugen. Ja. Also die Anzugswerkbank und sonst, was wäre noch interessant? Ja, irgendwie eine Krankenstation. Ah, ich weiß, ich weiß. Für unsere Begleiter hier, Moment, die Crewstation. Ja, dann bauen wir die lieber. Wird benötigt, damit du deinem Außenposten Crewmitglieder zuweisen kannst. Der Außenposten Verwaltungsskill erlaubt es dir, bei deinen Außenposten mehr Crewstationen zu bauen. Und wie viel kann ich jetzt bauen? Eine? Wie sieht denn das Ding aus? Wo kann ich denn das hinstellen? So einfach. Kann auf dieser Oberfläche nicht platziert werden. Ja, man könnte sie sogar hier oben aufs Dach stellen. Hier nicht. Auf dem Boden. Ja, Crewstation, dann würde ich die schon drinnen platzieren, denke ich. Warum sollen die... Ich weiß ja nicht, ob die dann da dran stehen oder was damit ist. Ich weiß überhaupt nichts. Gab kein Tutorial hier. Oh, wo stehen wir denn hier? Moment mal. Ja, wir stehen ja schon gar nicht so falsch hier. Wir können auch mal hier rein. Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir haben mehr Aluminium. Es kann natürlich sein, dass wir Aluminium bekommen aus irgendwelchen Waffen. Es kann ja sein, dass wenn wir die Waffenwerkbank aufbauen, dass wir da dann Waffen auseinandernehmen können. So wie in Fallout 76. Möbel, Deko, Anzeigen, sonstiges, Crewstation. Ich wollte die eigentlich hier unten hinstellen, damit ich da schnell drankomme. Aber vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee. Ich weiß ja nicht, wenn die hier dann die ganze Zeit hier stehen oder rumrennen.
dann ist das vielleicht gar nicht so toll. So. Die Crewstation erlaubt dir, einem Außenposten Crewmitglieder zuzuweisen, was abhängig von deren Skills diverse Vorteile mit sich bringen kann. Crewmitglieder weißt du über Datenmenü, Schiffsmenü, Crew, deinem Außenposten zu. Wie komme ich ans Datenmenü? Datenmenü, Schiffsmenü. Was ist denn das Datenmenü? Wenn das hier das Datenmenü ist, dann hätte ich hier das Schiffsmenü. Crew? Ah, okay. Ich habe das schon mal gesucht. Dann Rosie Tenhill, nicht zugewiesen. Schiff, Außenposten. Bestätigen. Auf Xil 2. Wer ist denn... Achso, Sarah Morgan, die rennt mit uns hier rum. Wer ist denn Sarah Morgan? Ja, vielleicht lassen wir Marika Boros auch hier, aber die hat hier irgendwas fürs Schiff, was Wichtiges. Teilchenstrahlwaffensysteme hat sie. Ja, aber das ist doch ganz gut. Ich habe 3 jetzt auf dem Schiff. Vasco ist der Experte hier in allem. Naja, was heißt in allem? Aber der hat 3 auf jeden Fall. Astrodynamik. Wie gut Sarah da drin ist. Jetzt müsste man nur wissen, was ist Astrodynamik. Aber ist okay, wir lassen das erstmal so. Wir wollten ja weiter ein paar Werkbänke aufbauen. So gut es geht. Ja, und dann gucken, dass wir hier ein Lager reinbekommen irgendwie. Lagerkisten, aber da bin ich ja schon mal schwer enttäuscht von den Lagerhäuschen oder was das ist. Da passt ja gar nichts rein. Na ja, gut, wir sind überhaupt nicht geskillt nochmal, aber trotzdem, bei den Kisten, dass da in die Kisten, in die kleinen, dass da so 200 oder 250 oder was reinpassen. Ja, oder 150 meinetwegen, aber da hätte ich schon gedacht, dass so 500 oder so reinpassen in die Lagerdinger. Naja, passen nur 75. Ja, toll. Da können wir nicht mal die Medikamente lagern drin. Und jetzt haben wir den aktuellen Außenposten, alle Außenposten. Und... Was machen wir jetzt mit ihr? Ist noch nicht da. Ja gut, dann bauen wir erstmal weiter so viel wir können. Dafür haben wir ja das Material jetzt gekauft in den letzten Folgen. Bauen wir mal so viel wir können an Werkbänken noch. Wahrscheinlich brauchen wir auch einen Kraftstoffgenerator dann. So ein Ding. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Gasspeicher könnten wir uns noch leisten. Wolfram, Kupfer, adaptiver Rahmen, okay. Gebäude? Nein. Ach so, man kann jetzt auch so hier verbinden. Ja, okay. Ah, da geht's rund. Genau, eine Kochstation wäre natürlich prima. Und zum Umbenennen der Waffen, ganz cool, die Waffenwerkbank. Ich würde das jetzt alles hier so in der Nähe aufbauen. Oder? Oder so vielleicht. Gerade am Eingang.
Oh, mit Platz links und rechts für Kisten. Oder nur links? Ah, doch, links und rechts. Aber irgendwie schwebt das, sieht irgendwie komisch aus, oder schwebt das in der Luft? Ah, wenn man stellt, sieht es schon gut aus. So. Von deinen Baufähigkeiten habe ich gar nichts gewusst. Ich auch nicht. So, die Kochstation können wir noch bauen. Ich will das jetzt auch nicht alles so auseinanderreißen, dass man so weit laufen muss. Eigentlich wäre hier das Lager ganz gut. Aber dann muss man ja immer hin und her rennen. Obwohl, die Kochstation hätte ich lieber oben. Ich habe da extra... Ah. So ein paar mehr Module aufgebaut. Aber nachher können wir ja immer noch oben die Kochstation hochbringen oder so. Ich glaube, wir bauen das jetzt erstmal wirklich alles hier so auf, damit wir nicht so weit rennen müssen immer. Kochstation. Wir können noch eine Waffenwerkbank aufbauen und sogar noch eine Kochstation. Ja, aber muss ja jetzt nicht sein. Dann war es das mit den Werkbänken, oder? Das ist, was kann der? Erhöht die Produktionsrate von produzierten Waren um 10%. Ingenieursroboter, ja, coole Sache. Stuhlbank, ja, okay, das ist, ja, muss ja vielleicht auch sein. Noch ein Bett hier für unsere Ärztin. Was ist das? Ein Tisch. Futon. Ah, okay. Ach, Eisen kostet das alles. Navigationskonsole. Das ist doch vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Das geht als Möbel durch. Wo ist vorne und wo ist hinten? Irgendwie ist alles vorne und hinten. Moment, hier sind so viele Knöpfe, das ist bestimmt vorne. Konsolentisch. Aber das ist Deko, ja, Möbel. Oder ob das was kann? Es gibt verschiedene auch noch davon. Sehe ich ja jetzt erst. Ja, das muss jetzt nicht sein, dass wir da unser letztes Aluminium auch noch für sowas ausgeben. Nee. Die Zeit wird kommen. Wie ist das mit dem Schrank? Passt im Schrank nicht irgendwas rein? Nee, das ist ja nicht so wie in Fallout leider. Wandschrank, Regal. Ja, okay, hier könnten wir ein paar Kisten draufstellen, damit das schöner aussieht. Wir brauchen aber auch Aluminium dafür, also lassen wir das lieber. Ein Kühlschrank... Ja, aber da passt auch, da ist keine Kiste oder was drin. Flor und Eisen.
Oh, Moment. Küche? Aber das sind voll nur Deko-Sachen. Das bringt nichts. Glaube ich. Außerdem den Kühlschrank neben dem Herd. Ja, da muss man nicht so weit laufen. Dass man jetzt zu Beginn schon so viele Sachen hat. Ich frage mich, ob man dann Rezepte findet oder so, wie in Fallout 76 und danach mehr bauen kann. War das in Fallout 76, wo man Rezepte findet? Ich glaube, das war wieder Conan Exiles eher. Eine können wir davon jetzt bauen und von dieser hier auch. Warum? Wir konnten doch 20 Stück oder was bauen. Ja, wir haben Aluminium alles verbraucht. Oh. Das ist ja schlecht. Ich weiß nicht, was der Straßentrockner, was das soll. Ja, da hat man immer eine trockene Straße. Ja, aber Sinn des Ganzen? Eine trockene Straße zu haben? Wie bekomme ich eine Straße trocken? Mit einem Straßentrockner, ganz einfach. Getränkeautomat. Ja, wenn die Dinger funktionieren. Wasserkühler. Ja, okay. Nochmal, es ist kein Fallout 4. Also, da war das so. Man konnte diese Becken aufbauen und dann haben die funktioniert. Aber hier ist das alles Deko. Oben steht Dekorationen. Naja, aber die Toilettenpapierhalter. Die Kisten sind ja nicht nur Dekorationen. Oh, ein Handtuchhalter, wie schön. Das ist doch mehr was für draußen hier, oder? Kein Brunnen für den Eingangsbereich. Ist das... Kann man hier selber was anpflanzen? Oder ist das auch mehr Deko? Oh, eine Hängepflanze.
Außerirdische Hängepflanzen und so. Wo ist der Farn? Ui. Optisch muss ich sagen, ist da jetzt keine bei, die, wo ich sagen würde, wow, die ist aber schön. Das hängt jetzt nicht mit den schlechten Grafikeinstellungen zusammen, die ich ja nun mal leider nicht anders einstellen kann bei mir. Es ruckelt so auch schon stark genug. Ja, und dann sowas? Und dann auf einmal so ein Holzgestell, aus welchem Film kommt das denn jetzt? Das ist ja wohl eher was für Conan Exile, so eindeutig. Wie so ist das denn jetzt alles so futuristisch und dann auf einmal so ein Holzdingen hier? Ja, das muss ich haben, auf jeden Fall. Was kostet? Fasern, dekorativ und Struktur. Aber das muss auf jeden Fall hier irgendwo hin. Und Wandteppich. Ist, so richtig Sinn ergibt das nicht. Da hängt einfach so ein Teppich rum. Boah. Das muss sein. Das passt so sowas von überhaupt nicht in die ganze Welt hier. Weil alles so modern ist und mit Plastik und Eisen und alles. Und dann auf einmal so ein Holzdingen da. Das ist faszinierend. Ja, wie gesagt. Oh, das ist doch eine ziemlich irdische Pflanze. Oh, Hanf. Naja, weit gefehlt, aber ja, das müssen wir auch irgendwo hinstellen. Weit gefehlt, aber wenn ich mir oben die Blüte angucke, müssen wir erstmal hinstellen, das Ding. Oh nee, natürlich nicht. Die Blätter sehen auch nicht. Es gibt so Pflanzen, aber. Ja. Nee. Mit ganz viel Fantasie. Also, wenn man ganz viel Fantasie hat, kann man sagen, so, ja, das könnte Hanf sein. In meiner Welt ist das Hanf, aber nein. Ist es nicht. Ist das hier Peyote? Nein, auch nicht. Uffs. Ich glaube, das war's dann erstmal. Müssen wir mal ausprobieren, was alles so benutzbar ist. Welches Spiel war denn das? Irgendwo war das? War das nicht Fallout, wo man alles Mögliche auch benutzen konnte? Man hat irgendwas dahingestellt und dann... Ja, man hat... Ja, das war Fallout 76, glaube ich. Weil man da so Deko-Sachen aufgebaut hat. Die meisten hatten irgendeine Funktion. Oh, das ist schön. Ach, Aluminium brauchen wir wieder dafür.
Das ist ja schade, hier ist ja gar nichts. Was machen die denn dann hier? Sitzen hier rum den ganzen Tag? Naja, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir hier diese wunderschöne Waffenbank und diesen schicken... Ja, wird uns gar nicht angezeigt. Crewstation aufgebaut, diese schicke Crewstation und diese wunderschöne Kochstation. Außerdem haben wir jetzt einen Kühlschrank, in den wir nichts reinpacken können. Aber sieht schön aus. Und ganz viele Blümchen. Und ja, das für Thumbnail. Wow. Für Thumbnail nehmen wir hier unbedingt hier diesen Teppich. Der Wandteppich. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.